Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Espresso Tycoon. Und ehrlich gesagt, wann ist das letzte Mal gewesen, dass ich einen Espresso gekauft habe? Ewigkeiten her. So, wir müssen immer noch die 20 Bewertungen schaffen. Das schaffen wir aber irgendwie nicht. Warum eigentlich nicht? Achso, wir brauchen auch noch den Gut. Kaffee-Mindeststufe Gut. Da haben wir nicht die richtige Kohle für. Oh, da kommt die Drohne. Oh, der Zug steht. Das müssen wir auch noch nebenbei machen. Entschuldigt bitte, ich habe ein bisschen Allergie, deswegen muss ich manchmal röcheln und husten. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Wir haben in der Zwischenzeit in der Aufnahmepause den ersten Cupcake hier freigeschaltet und den werden wir jetzt hier auch erstmal platzieren. Oh, das am besten dekorierte Café in der Stadt. Bewertung plus 10. Na, wundervoll. Pause. Ach, da hatte ich schon von meiner Allergie erzählt, ja, ne? Komm, wir platzieren hier mal Kaffeekipp-Törtchen. Das sieht doch lecker aus. Also, ein paar Kaffeetörtchen gibt es jetzt hier, könnt ihr euch schon mal mitnehmen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Bewertung geschafft. Was fehlt uns denn jetzt noch? Bewertung haben wir. Hoffentlich geht die nicht wieder zurück. Okay, wir brauchen also nur noch die Mindeststufe Gut. Gucken wir uns mal die Mitarbeiter an. Kaffee schlecht, schlecht, nicht schlecht. Also Rachel könnten wir weiterbilden, kostet uns aber 240. Oh, das heißt, da müssen wir mal ein bisschen... Da müssen wir mal ein bisschen abwarten. Aber 240, wir machen mal vorwärts. Hier kann man den Schnellvorlauf auffangen. So sieht man jetzt einmal. Wenn man nochmal drauf drückt, ist es jetzt zweimal und man kann es sogar viermal erhöhen. Alter, ist das laut, oder? Mr. Study. Man nimmt sich Mr. Study vor, deswegen. Hier werden wir mal einen Rabattcode verteilen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wir können auf die Finanzen gucken. Oh, wir machen einen Gewinn. Schon seit zwei Tagen in Folge. Das ist doch gut. Hier wird auch schon wieder jemand ungeduldig. Ah, juhu. Jetzt haben wir einen Rabattcode. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir unsere Stimmung beibehalten. So. Oh, hier müssen wir eine Bestellung machen. Schade, wir hatten fast die 42 zusammen. So, das Spiel wird gespeichert. Da ruckelt es immer ein bisschen. Aktuelle Kaffeerezepte für den Trends können wir anpassen. Und wir haben keine Kohle mehr. Na gut. Warte mal, da müssen wir vielleicht hier erstmal zu den Kunden gehen und schauen. Ach, schau mal hier, wir haben zweimal mit Tipps. Also Mr. Tipp und Mr. Fierce geben jeweils Tipps. Ich finde, das lassen wir so. Das lassen wir so. Aber ganz schmerzfrei. Überspringen das Ganze. Und räumen hier erstmal auf. Und gießen erstmal die Blümchen. Ja, in der Zwischenzeit könnte ich mal sagen, was interessiert euch denn noch so am Spiel? Wie spielt ihr auch? Guckt ihr nur zu? Oder habt ihr euch das mittlerweile auch geholt? Da müssen wir auch mal hier. Repariert ist es jetzt. Ah, wir müssen nochmal reparieren. Man kann es nicht zu Ende reparieren. Man muss offensichtlich mehrfach draufklicken. Okay. Na gut. Dann schauen wir mal. Wir machen ein bisschen schneller, weil wir ja die 240 zusammen brauchen. Ist das nur in meinem Kopf so laut, oder ist es auch in Wirklichkeit so laut? Hey. Ui, einer ist gegangen. Ja, wir müssen irgendwas machen. Wir müssen irgendwas machen, damit die Zufriedenheit halt höher bleibt. Der Zug steht schon wieder. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass, oder? Ah, guck mal hier. Jetzt können wir. Jetzt werden wir auch unsere Mitarbeiterin hier, Rachel Lewis, zubringen. Weil dann haben wir nämlich tatsächlich alles, was wir brauchen. Genau. Dann kriegen wir noch eine Kaffeebohne. Mit der Kaffeebohne kriegen wir wieder Geld. Was ist denn das sonst hier noch?
Tagesgewinn müssen wir kriegen. Von 300, wie sollen wir das denn schaffen? Hm. Ah, ein bisschen schneller. Wir können mal gucken, wie sind denn da die Finanzen gerade? Oh, aktuell richtig schlecht. Uiuiui. Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen sparsam sein. 37. Ja, wir müssen hier einmal 300 kriegen. Gut, das ist ja jetzt auch so schlecht, weil wir hier die Ausbildung gerade mit drin haben. Ne? Snackverkauf. Die Törtchen bringt es auch ordentlich. Wir könnten natürlich nochmal gucken, dass wir die 40 schaffen. Also was uns jetzt tatsächlich noch fehlt, ist das Lagermanagement. Fehlt ja komplett noch. Ne? Minus 3. Kaufen sich nur die Törtchen hier. Aber wir machen an den Törtchen ordentlich gewinnen, oder sehe ich das falsch? Snackverkauf 135. Nö, das läuft. Guck mal hier. Wir kaufen die Törtchen für 3 ein. Und dann jedet. Kaffee, Zeitplan, Mission. Marketing haben wir noch nicht verfügbar. Und Vorräte. Ach, guck mal, hier kann man auch sehen, was man mit Vorräten hat. Ne, ist nur der. Können Mr. Tipp nicht kaufen. Was? Waffelröllchen. Waffelröllchen sind nicht da. Hm. Wie lange brauchen die Waffelröllchen denn noch? Oh, hier, 250 verkaufte Kaffees. Juhu. Da kommen die Waffelbrötchen auch schon direkt. Und schon könnten wieder alle was kaufen, oder? So, jetzt kommen die Waffelbrötchen. So, sobald die Dame jetzt gleich ausgebildet ist, Kohle investieren. Pass auf, wir investieren nochmal in Kohle. Oder gibt es noch einen? 100 Snacks verkauft. Das geht ja hier am Stück, meine Güte. Lass uns nochmal 2 ausgeben für Kohle. Juhu. Sehr gut. Jetzt gibt es Herausforderungen. Das ist super. Da kann man auch ordentlich Geld mitmachen. Und wir bekommen nochmal 500. Für mehr Tagesrabatte und. Warte mal. Können wir an der Maschine jetzt vielleicht was ändern? Guck mal, die kann Milchaufschäumer, ja, 2 Barista-Spots, Bedienung ist einfach und die Qualität könnten wir steigern, wenn wir 1000 ausgeben würden. Okay. Ist schön, aber leider haben wir die nicht. Leider haben wir keine 1000. So. Na gut, gucken wir mal. Was ist denn hier? Du kannst noch 4 Tassen herstellen. Ja. Wir können natürlich mal Pause machen und ein bisschen was investieren. Zum Beispiel in Lampen. Dum, 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 dum. Ist der genau mit seinem Namen davor? So, hoppala. Hier zum Beispiel. So, wir müssen ja die 40 erreichen, um die 6-fachen zu bekommen. Also noch 5. Ah, rote Petunien. So eine Heizung ist jetzt blöd. Aber wir können ja noch mal gucken, ob wir Sitzplätze noch dazu kaufen können. War das der hier? Ja, und jetzt setzen wir hier noch mal einen hin. Setzen wir nochmal einen Tisch daneben. Zack, zack. So. Dann müssten die Leute noch da durchkommen. 40 haben wir erreicht. Das ist gut. Was brauchen wir denn für die nächste Bohne? Oh, 50 Skillpunkte. Und Milch.
Und jetzt musst du auch nach oben schießen. Na gut. Wing. Da ruckelt es immer ein bisschen, ne, beim Speichern. Vorräte sind eingetroffen. Ah, der Zug steht, das ist leider ein Problemchen. So, lass uns mal das Research machen. Hier haben wir das Chalar, das können wir auch nochmals angucken. 5 Stunden her. Ich glaube, das lohnt sich irgendwie mehr tatsächlich. Es sieht so aus, als könnte man die hier, also das würden wir da eher ganz viel Gewinn mitmachen. Lass uns doch mal gucken. Gestern haben wir Snacks verkauft für $180. Boah, da kann man jetzt nicht meckern, ne? Sagen wir mal, wenn wir die 240 hier gehabt hätten, nicht ausgegeben hätten, hätten wir das sogar geschafft. So, also. Heißt, jetzt nochmal mit vereinten Kräften. Oh, ich sehe gerade, wir müssen noch mal Blümchen aufstellen. Ne, das war nicht. Was waren das Blümchen jetzt hier doch? Naja, das Blümchen. Das hier? Ne, das war es vielleicht nicht. Dieser Artikel wurde noch nicht erforscht. Rote Petunien für 2. Auch sowas hier hinstellen, aber ich würde gerne eigentlich, also was hier vielleicht, warte mal, hier konnten wir nicht was hier in die Ecke stellen. Ich meine, das wäre doch gegangen, oder nicht? War das nicht sowas? Das geht alles nicht, das ist echt verrückt. Hier, das war's. Topfblume hier. Das wollte ich auf den Tisch tun. Also, Topfblumen, wie viel machen die? 3 Punkte für 70. Ja, das finde ich gut. So. Und die müssen wir kurz sauber machen und dann geht's weiter. Und hier brauchen wir erst 80 wieder, ne? Um den Geldmultiplikator hochzudrehen. Das ist natürlich. Naja, brauchen wir jetzt nicht, ne? Und ein Cupcake. Was ist hier los? Neue Herausforderung. Hab 10 Gemälde. Das müssen wir dann ablehnen, weil Gemälde haben wir noch nicht erforscht. Das ist bedauerlich. Hier machen wir mal eine Bestellung. Warte mal, wir können aber nochmal investieren in eine. Oh, sehr schlecht. Geschwindigkeit. Warte mal, wer arbeitet gerade? Scott Williams arbeitet am ehesten nicht. Scott Williams, Kaffee. Milch kann er nicht schlecht. Machen wir mal hier. Warte mal, was brauchen wir denn nochmal? Milch, Mindeststufe gut, nicht schlecht. Sie können wir jetzt gerade auch nicht machen lassen, oder? Sie arbeitet ja auch gerade. Wir machen das mal gucken, was passiert. Wir nehmen sie jetzt mal raus, gucken, ob sie jetzt loszieht. Rachel, sie arbeitet tatsächlich. Und trotzdem läuft das. Okay, sie kann also arbeiten und zeitgleich. Naja, das ist ja auch nicht schlecht. Dann ist sie in beiden Dingen gut. Top ausgebildete Frau. 35 Tacken am Tag. Hipster haben nicht zu schnell, das ist mir egal. Ich brauche damit die Hipster. Ich sag mal, nicht ganz so realistisch ist ja, dass man mit der Zeit sein Geld ausgibt, um dann die Sachen zu kaufen. Normalerweise würde man... Ja, wahrscheinlich einen Kredit aufnehmen und alles direkt einrichten. So, hier müssen wir was bestellen.
Ich finde, es läuft gerade gar nicht so schlecht. Wir müssen ja nochmal um die Blümchen kümmern. Was ist das hier? Erfordert 200 Milliliter Wasserfilter in Gebrauch. Einfacher Wasserfilter. Ah, okay. Ich dachte, der Wasserfilter wäre für die... Der Wasserfilter wäre für die Dings gewesen. Naja, gut. So, was haben wir hier? Verkaufe 4 Snacks bis zum Abschluss 18 Stunden. Das akzeptieren wir. Wir kriegen 5 Bewertungen dazu. Ah, die wollen doch alle einen Snack haben. Was sehe ich da? Bestellung fertig. 3 Päckchen Milch würde man natürlich auch niemals machen. Aber das Lager haben wir noch nicht freigeschaltet und die Toilette auch noch nicht. Ich sag mal, für die Toilette würde ich auch eine Reinigungskraft einstellen. Das wäre dann schon so. Für das bisschen Müll jetzt hier noch nicht, aber ich sag mal, wenn das zu viel wird auf Dauer... Sehr gut, Rachel ist auf gut Milch gekommen. Das ist hervorragend. Noch 2 Snacks, come on. Wenn wir jetzt auf die 1000 kämen, ne? Die Stilpunkte brauchen wir noch 6. Nein, die Bewertung. Das ist, glaube ich, gerade ein Problem. Ja, wir kriegen nochmal 5 Bewertungen, aber das reicht ja bei weitem noch nicht aus. Ich würde sagen, sonst könnte man nämlich sagen, wir machen das bitte mal hier zu Ende. Hiha, Belohnung einfordern. Wunderbar. Ich finde das gut, dass das System richtig einfach gemacht ist und dass man trotzdem das Gefühl hat, man kommt irgendwie vorwärts. Ach, wir stehen schon wieder. Na, warte mal, dann werden wir nochmal 2 Kohle bestellen. Ich glaube, das sind die letzten beiden Kohle-Dinger, die wir noch stellen. Neue Trends. Okay, neue Trends müssen wir uns angucken. Ziel erreicht. Erreiche einen Tagesgewinn von mindestens 300. Das ist auch super, das gucken wir uns mal an. Super, das haben wir erreicht. Jetzt müssen wir nur noch die Kilometer fahren. So, und wir gucken uns die Kunden an und haben immer noch 2 mit Tipps und 2 mit Techniker. Haben wir die schon mal getroffen? Ich weiß es gar nicht. Oh, wir überspringen die 50 Sekunden. Das geht hier ratzi, fatzi, rucki, zucki. Aber das ist gut, dann können wir uns vielleicht die neue Mission nochmal angucken, wenn wir das mit dem Zug jetzt geschafft kriegen. Gut, das ist natürlich das Tutorial, ne? Aber ansonsten würde ich sagen, wäre halt cool. So, verkaufe 7 Kaffees mit Zutat heiße Milch. Nee, ich lasse mal. Ich weiß nicht, wie viel heiße Milch wir haben. Da gehen wir mal lieber kein Risiko ein, ja? Kann man eigentlich noch eine Verkaufsstelle dazu nehmen? Serviettenhalter. So. Serviettenhalter? Kann man hier nicht hinstellen, das ist ja bedauerlich. Metallisches Tablett. Feuerlöscher. Also ich sag mal, das müsste man eigentlich aber auch wirklich... Blechdose mit Logo. So, das sieht doch gut aus.
Hier darf man nichts drauf. Warte mal, kann man doch? Ne, das war nur das Ding. Okay. Jetzt machen wir es auch ordentlich, oder? Oh, Teppich ist ganz übel. Hochwertiges Holz. Hier noch so eine Schale. Horn, nein. Was ist das? Schmale Tasse Schnee. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die 60. Das heißt, wir kriegen noch schneller unser Geld. Also ich glaube, das kann man wirklich noch ins Unendliche treiben hier. Es sieht auf jeden Fall schöner aus, so mit ein bisschen Deko, oder? Was ist das hier unten? Haben wir einen roten Zahn? Mist, ich habe das angenommen und ich habe. Oh, ich will nicht noch einen Kaffee machen. Halleluja, Halleluja. Ich finde das richtig nice mit dem Halleluja. Also wirklich. Ich finde das richtig, richtig nice. Okay, wir gehen zur nächsten Mission. Die Mission war jetzt nicht so meins, muss ich gestehen. Ja, now that you've proven your coffee making skills on the running Trans-Siberian train, it's time to set your sights on London. Your mission is to create a romantic coffee shop that makes customers fall in love with your coffee and atmosphere. But beware. There are rumors of a group of thieves targeting the area. Can you protect your coffee shop while keeping the love brewing? Was? Also wir brewen die Love, also wir brauen die Liebe, brühen die Liebe, der Kaffee wird ja aufgebrüht. Badezimmer öffnen. Oh, stell den ersten Mitarbeiter für die folgende Stelle einen Sicherheitsdienst. Bewerte 55 erhalten. Okay. Klingt jetzt nicht so spannend. Wow. Welcome to London. While the English weather may not always be the best, I'm sure you'll find this beautiful and stylish place. Ach, jetzt habe ich schon wieder draufgedrückt. Ne? Ach, jetzt habe ich wieder draufgedrückt. Ja, ja, wir wissen das ja. Es tut mir leid, ich wollte sie nicht unterbrechen. Das tut mir wirklich leid. Ist das die Farbe, die ich ausgesucht habe? Bist du dir sicher? Great choice. I'm confident you know how to set up your business. So let's move on to new things. Do you see that dark space behind the wall? It's a bathroom, and it would be a great idea to purchase it to give your customers more comfort. Let's buy it. Kaufen wir es. Das hier. Ist das zu kaufen? Muss man das. Warte mal, klicke auf das Schild vor der Toilette. Für den Kauf des Badezimmers brauchst du ein Kaffee-Level von mindestens 3 goldenen Bohnen. You need 3 golden beans to open the bathroom, but don't worry. This place has already been given 2 golden beans. So once you get one more, the bathroom will be available. By the way, while your coffee shop currently doesn't allow pets, you can always change that. Do it now. Wow, Kim, jetzt hetzt mich mal nicht so. Erlaube die Anwesenheit von Tieren. Schließ das Fenster, bin erledigt. Na gut. Tiere dürfen rein. WC ist geöffnet, Kaffee ist noch nicht geöffnet. Great! Pets are now welcome. Your customers will surely appreciate it, but keep in mind that you or your cleaners will need to clean up after them occasionally. Now let's focus on making this place more popular. We should start by checking what kind of customers we can expect in the area. Ja. Dazu gucken wir auf die Kunden und klicken auf die Nachbarschaft, richtig? Ja. These charts are very insightful, aren't they? Take some time to analyze them and decide which social group you want to focus on. Once you've made your decision, start a marketing campaign targeting that group. Aber warum? Kommen die nicht alle? Also heißt das hier nicht, dass die alle kommen? Die sind da, die kommen halt morgens und abends, jeweils um 6 ungefähr. Die kommen alle gleichzeitig hier.
Die Studenten kommen nur nachts, die schlafen tagsüber. Und die Touristen kommen halt so in Wellen, aber sind eigentlich auch genauso vertreten. Okay, starte Marketingkampagne mit Verwendung von Medien, Beanstagram. Geschäftsleute lässig. Ach, ich mache einfach alle. Ich mache sie alle einfach. Alle einfach, so rum. mit Verwendung von Beanstagram. Also, Beanstagram, was gibt's da noch? Radio, TV. Na gut. Wir machen mal Werbung für Touristen. Wow, guck mal, die kosten dann einfach auch. Ich habe erstmal 5 Tage. Hm? Aber warte mal, dafür können wir dann noch die Geschäftsleute nehmen. Und die Studenten auch. Dann sind wir auch bei 100. Guck mal, 100 können wir uns leisten. Ja, 100 können wir uns leisten. Wonderful. You should be able to continue on your own now that you've learned all these new things. Yeah. Before I go, let's add even more elegance to this already amazing decor. I saw an incredible golden bean statue that would fit perfectly here. Buy it. Die hetzt mich immer so. Kaufen Sie es. Habe Skulptur, goldene Bohne. Okay, goldene Bohne, goldene Bohne. Was ist denn die Skulptur, goldene Bohne? Ist das hier das? Ist hier das? Warte mal, wir können ja ganz lange auch suchen hier. Ist das hier die goldene Kaffeemühle? Erst die goldene Bohne für 250. What the heck? Wie unauffällig. Oh no, a theft in broad daylight. I heard that there are thieves in this neighborhood, but I'm still shocked. It's time to seriously consider hiring a security guard. Otherwise, you may... Sonst können Sie bald ältere wertvolle Gegenstände verlieren. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück bei Ihrer Mission. Das ist ja bedauerlich. Na gut, wir werden uns diese Mission in der nächsten Folge angucken. Bleibt dran. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bye bye.